Ich hatte ja mal erwähnt, ob ihr schon wisst, dass der Azazel-Nerf wieder renerft wurde. Deswegen machen wir jetzt einen Azazel-Run, damit ich euch das mal zeige. So. Denn der lädt wieder schnell auf und er macht wieder so viel Schaden. Vielleicht macht er immer noch weniger Schaden als vorher, aber er macht wieder angenehm Schaden. Quasi der Nerf, falls er, ich weiß nicht, ob er komplett renerft wurde oder ob er jetzt einfach nur wieder genauso schnell auflädt. Auf jeden Fall lädt er wieder genauso schnell auf. Und das ist ja das, was ich mir am meisten gewünscht habe. Ich will, dass er sein bisschen Schadensreduction hat, aber dass er auf jeden Fall nicht schneller, langsamer auflädt. Und was auch immer jetzt passiert ist, er lässt sich wieder richtig gut spielen. Und das ist richtig geil. Und deswegen machen wir jetzt mit Azazel Mega Satan. Wenn es läuft, machen wir es auch mit Hush. Also Hush müssten wir ja sowieso zeitlich erreichen. Da weiß ich halt nur nicht... Oh, hallo Numero Uno. Da weiß ich halt ehrlich gesagt nicht. Hush dürfte sehr schwer werden wegen Range und so. Hush würde ich da schon am liebsten machen, wenn wir einen richtigen Brimstone haben. Das können wir aber nicht machen, wenn wir auch Mega-Satan machen wollen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf zwei Runs hinauslaufen. Einmal normal. Einmal machen wir es normal. Wobei, jetzt muss ich schon fast sagen, jetzt muss ich auf Guppy-Items gehen. Dann nehme ich das halbe Herz gern Schaden. Weil wir... Ja, ich glaube, es ist nicht drin. Beides in dem Run wird wahrscheinlich nicht drin sein. So, wenn man es jetzt so am Boss ein bisschen sieht, der Schaden ist jetzt nicht so, dass er Insta-Kill ist. So, er braucht schon 4 Hits. Ist zwar immer noch sau schnell, aber nicht mehr so ultra, ultra, ultra kacke wie nach dem Nerf. Gesundheit. Was ist denn los? Sei doch froh. Niesen ist super. Danach, bist du danach nicht frei? Au. Warum werde ich jetzt gehauen? Wird jeder gehauen, der Gesundheit sagt? Hallo. Ja. Hätte ich mich mal nicht ausgezogen, ey. So. Naja, richtig. So. Wir ziehen jetzt einfach durch. Machen das fix vorbei. Dafür ist Azazel ja da. Two of Spades. Damit haben wir schon mal auf jeden Fall schlüsseltechnisch. Ups, sind wir sicher? Und die Sissy Longlegs. Die Sissy. Nice. Die Sissy, finde ich gut. Ups. Jetzt nicht zu cocky werden und wieder alle schwarze Dingern. Was wollte gerade Risa mal? Achso, ja. Glaub mir, du willst keine 6,80 Euro zahlen oder 6,80 Dollar. Nein, nein, das machen wir nicht. Tut mir leid. Das sehe ich nicht ein, dass ihr so viel Geld dafür zahlt. Wenn ihr es überhaupt schon tut. So, HP ab, sicher, und das sind keine Devil Deals, also geht sich das sowieso aus. Ui, ui, scheiß auf die Pillen, ich hab alles, was ich will. Ja, wunderbar, ah, das wird ein easy run hier. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das splittet sich nämlich nicht am Gegner oder an der Wand. Das ist aber auch irgendwie verständlich. Das wäre ja noch krasser, wenn der Strahl dann nach links und rechts gehen würde. Ja, komm, was soll's. Immerhin ein gratis Blackheart. Wir brauchen Angel Deals, damit man... Also Mega Satan ist auf jeden Fall drin. Hush ist halt so eine Sache, ne? Hush finde ich halt mit Azazel sehr schwer wegen der Range. Da weiß ich nicht, wie clever das ist.
Schauen wir mal. Oh, was ist denn? Au! Was ist denn hier los? Ja, mal gucken. Ich entscheide das dann spontan, beziehungsweise was jetzt noch so in diesem Run alles kommt. Was ist das denn eigentlich für ein Riesenbaby hier? Riesenmade. Krass. So. Ich weiß, dass jetzt einige jetzt hier so dabei sind, die gerne resubben würden. Habe nämlich schon gesehen, dass etliche ausgelaufen sind. Aber wie gesagt, jetzt sehe ich es halt gar nicht mehr ein. Nicht mal für ein kleines Zeitfenster, dass ich das aufmache. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid, aber das geht halt nicht. Was ist denn hier los? Aber ist doch egal, ob ich es auf dem Tablet oder auf dem TV guckt. Nein, 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 vielleicht. Den da? Den kriegst du schon noch heute. Nicht? Bullshit, auf den epischen Abend! Muss leider weg, weil morgen um 6 auf der Arbeit sein muss, aber geil war's. Ey, Bullshit, ich freue mich, dass du wenigstens ein paar Minuten oder ein paar Stunden dabei sein konntest. Es war mir eine Ehre und vielen Dank für die Unterstützung. Ich wünsche dir einen wirklich wundervollen Arbeitstag morgen. Natürlich wünsche ich mir das, entschuldige mal. So. Okay, kriegst du auch hin. Über Mobile Province ist das nicht so teuer, man darf halt nicht auslaufen lassen. Doch. Gerade über Mobile ist es noch teurer denn je. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, mein Lieber. Ich nehme mal an, vielleicht für 3 Monate oder so subscribed. Da, wo es noch nicht so teuer war. Jetzt, wenn du... Irgendwann wird es auslaufen. Und dann musst du das Komplettpaket... Müsstest du das komplett bezahlen. Das Komplettpaket. Aber wie gesagt, da ich das nicht mehr mache... Ne, ich sehe das ja sowieso. Ich weiß, dass das Subscriber-Ding, das ist wirklich eine, so eine zwiespältige Sache. Aber ihr unterstützt mich ja auch so wirklich wahnsinnig toll. Da sehe ich es halt einfach nicht ein, dass ihr... von den 6,70 Dollar sehe ich 2,50. Und da sehe ich halt einfach nicht ein, dass sie dann so viel Geld bezahlt. Das macht da einfach keinen Sinn. So. Deswegen machen wir das einfach jetzt erstmal so. Vielleicht wird diese Problematik ja irgendwann mal geklärt. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon. Also nicht falsch verstehen. Subs kosten nur 6,80, wenn man dieses Programm laufen lässt. Beziehungsweise, wenn man Mobile, Paysafe etc. Sonst kostet das ganz normal 4,99 für jeden. Und da ich das aushabe und auslassen werde, kostet das für jeden, der jetzt subscribed, 4,99. Und auch in Zukunft. Klare Ansage. Das ist nicht greedy Twitch. Twitch hat damit nichts am Hut. Das habe ich aber auch, denke ich, eigentlich mal klar genug erklärt, dass man sowas jetzt nicht schreiben muss. So. Oh! Wollte ich gar nicht einzahlen. Naja. Guck mal! Der JH 1200 Zahlen ist subscribed zum 3. Mal in Folge. Ich danke dir vielmals, mein Lieber. Vielen lieben Dank für 3 Monate Treue hier im Wolfpack. Vielen, vielen, vielen Dank. Der Run ist gerade auch so ein bisschen... Ich weiß nicht. Er kann die Runs so gerade nicht stoppen, deswegen rushen wir halt hier einfach so kommentarlos zum Spiel irgendwie durch. Das ist auch, glaube ich, völlig okay. Was ist die Streamguckerin? Cooler Name. Hallo. Ja, aber wie gesagt, ihr seht mein Statement diesbezüglich und daran wird sich auch nichts ändern. Oh, bin ich froh, dass ich dieses Kack-Item nicht mehr habe, das Trollbomben spawnen, wenn ich getroffen werde. Ohne Witz, das ist so gut. So. Weiß nicht, ob der eine oder andere das mitbekommen hat. Zola hat mir letztens auf Twitter geschrieben, weil ich mich nochmal lauthals öffentlich darüber ausgekotzt habe, was für ein Kacknapferein das ist. Und dann haben sie erst mal so getan, als wüssten sie von nichts. Ey, ich dachte, ich höre nicht richtig. Das ist eine Frechheit gewesen. Tja.
kam auch keine Antwort zurück, als ich gesagt habe, ja, das... Ich hab's erklärt, hab gesagt, tut halt so, als wüsstet ihr das nicht. Kam natürlich keine Antwort mehr. Oh, surprise, surprise. So eine Gesellschaft, ey. Na, wie gesagt, ich sehe es ja auch irgendwo so ein, dass wir das als... So als Servicegebühr ist das ja an sich okay, aber das wird ja auch jeden Monat teurer. Das ist ja schlimmer als die Deutsche Bahn mit ihren Scheißpreisen. Würde mich nicht wundern, wenn die das im Wochentakt teurer machen. Am Anfang haben die Mobile-Subscribers auch 6,01 Dollar gezahlt. Weißt du, 6,01 Dollar sehe ich fast noch ein. Warum kriege ich eigentlich schon wieder einen Devil-Deal? 6,01 Dollar sehe ich sogar fast noch ein für die Gebühr, dass sie das einrichten, beziehungsweise dass sie es möglich machen. Okay. Aber mittlerweile halt 6,80. Wie gesagt, wenn das... Sobald irgendwas teurer und schneller teurer wird als die Deutsche Bahn, haben sie bei mir verschissen. Das geht nicht. So, finden wir jetzt hier noch den Itemraum oder was ist hier los? Ich möchte jetzt natürlich keinen Hate gegen die Deutsche Bahn richten. Sollen sich bitte alle Arbeitgeber nicht angegriffen fühlen. Ich glaube, sie wissen selber, was ich meine. Naja, aber... Ist halt so. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich weiß nicht. Was, aber wenn ich nach dem 14. Kassapper bin, wird mir etwas fehlen. Ich muss dich subscriben. Du bist einfach der Beste. Ich zahle auch gerne 10 Euro von der Subscription, wenn ich nicht spenden kann. Ja, lieber Pokémon-Profi, das ist wirklich wahnsinnig toll. Aber wie gesagt, wenn du, selbst wenn du für 10 Euro subscribest, ich aber nur 2,50 davon kriege, dann bringt mir das nicht. Eine Subscription ist dafür da, dass man den Stream am Leben erhält. Ihr subscribe, damit ihr jeden Tag Streams von mir seht. Nicht damit ich mein Leben bereichere, sondern damit ich mein Leben so bezahlen kann, dass ich jeden Tag für euch mehrere Stunden streamen kann. Ja? Und das ist halt einfach Quatsch, wenn aus eurer Tasche Geld gezogen wird, dass ich da dann logischerweise noch nicht mal sehe. Ja? Ich weiß, es wird fehlen. Glaubst du, mir wird es nicht fehlen, hier schöne Namen zu lesen ohne ihrem Wolfslogo vorne? Glaubst du, das wird mir nicht wehtun? Wie gesagt, wenn ich weiß, das ist alles Kacke, ich kann halt nur sagen, wenn ihr es wirklich irgendwie dafür investieren wollt, mich zu unterstützen, dann, so blöd es klingt, spart es irgendwie an, bis ihr vielleicht dann volljährig seid oder bis eine Lösung für dieses Problem gefunden wird, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe es in einer Submail geschrieben, ansonsten kauft euch einen Döner und investiert nicht das Geld in mich, das ist es nämlich nicht wert. Ne? Und meine Stromrechnung willst du nicht sehen. Nein, das willst du nicht. Ich habe letztens bei der Abrechnung total Kollaps gekriegt, ey. Nein. Nee. Nee, willst du wirklich nicht. Das war nämlich sehr lustig. Lola kam nämlich von der Arbeit zurück und hat erzählt, jo, ich habe im Radio gehört, irgendwie hier Strom, wir kriegen alle ein bisschen Geld zurück. Da habe ich gesagt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und dann kam unsere Rechnung und wir haben so derbe drauf zahlen müssen, dass mir echt was schlecht geworden ist dabei. Aber ja, ist ja klar, wenn du hier ein ganzes Studio hast und jeden Tag streamst wie ein Bekloppter, ja, das kostet sehr viel Geld, ne? Deswegen, wo ich nochmal davon spreche, so Sachen wie Subscriptions oder Donations machen es halt möglich, dass ich überhaupt jeden Tag für euch streamen kann, ne? Das ist ein offenes Geheimnis. Es ist halt einfach so. Das Leben ist teuer. Traurigerweise. Aber Ausbeuterei geht nicht. Dann wird nicht Geld in mich investiert. Denn das ist es wiederum auch nicht wert. So toll ist das, was ich tue, dann auch nicht, dass man sich dafür in irgendwelche Unsummen stürzen muss oder sonstiges. Das geht gar nicht. So, damit das Statement jetzt vielleicht auch nochmal alle kennen, wir hören das die Leute auf YouTube auch nochmal, wie ich zu der ganzen Sache stehe. Eigentlich unpraktisch, ne? So, das ist auch mal ein schöner Run, wo wir jetzt einfach mal ein bisschen Real Talk haben und uns nicht so krass aufs Gameplay konzentrieren. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ups, das war irgendwie knapp. Fuck, was hat mich jetzt erwischt? Ich darf nicht in den Chat schauen, solange der Raum nicht geklärt ist, ey.
Ich darf jetzt nämlich hier nicht verkacken. Was kriegen wir hier? Kacke. Cool. Dann donate mir mal das Geld zurück, was wir gerade eben bekommen haben. Da wird sich mein kleiner Bäcker auch freuen. Hi. Wie, das war's? Dann kann ich den Scheiß verkaufen. Sackhead, more stacks. Ach, das ist dann... Oh, das ist der Joker. Das ist ja gar nicht dumm. Ich habe noch nicht mal einen Schlüsselteil. Ich krieg nämlich aus Verrecken nix. Was soll denn das? Boo. Nein. Na ja, egal. 18 Schlüsseln. Wow, wie viele Sacks da kommen. What the fuck? Was ist denn das? Geil. Du hast gerade gesehen, wie viele Batterien da lagen. Scheiße. Holy crap. Sind wir schon bei Mom? Nö. Das können wir aber trotzdem usen. Wenn wir schon mal dabei sind. Einmal schwarz, zweimal schwarz, dreimal schwarz, viermal schwarz. Oh, das Sun. Nice. Aber wir behalten natürlich die Joker-Karte. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was lesen. Hier finde ich ja nicht so nice von dir. Aber dann habe ich keinen Inner Row mehr. Ja, wie gesagt, ne? Du bist es wert, denn so, wegen so Abenden wie heute, wo es ist klärt, bin ich im Internet unterwegs. Und das macht das Leben ein Stück weit lustiger. Danke. Danke für die netten Worte. Aber halt trotzdem. Das kann ich mit meinem Gewissen auch einfach nicht vereinbaren. Das sehe ich nicht ein. So ist es halt. Ich sage mal, die Erhöhung durch Twitch, damit sie die Besonderheit verbessern, wäre okay. Aber wenn Systeme außer. Apropos Twitch. Das läuft auch nicht so im Moment. Wie ich mir das wünsche, wenn ich ehrlich bin. Ja. So eine Sache ist das. Tja, Leute, ich kann und werde keine Ausnahmen machen. Ich breche dadurch auch irgendwo in gewisser Weise das, was ich sage, logischerweise. Ich habe es getan, als wir diese Sub-Only-Streams hatten, weil das halt nochmal ein anderes Thema ist. Und ich da auch dementsprechend was dazu gesagt habe, aber... Da wir jetzt auch keine Sub-Only-Streams in kommender Zeit haben. Nee, das geht nicht. Gib mir jetzt mal mein Engine Room, verfickte Scheiße, was soll denn das? Warum kriege ich denn nix? Gibt's doch nicht. Womit habe ich denn das verdient, dass hier nichts kommt? Siehst du, kauft euch lieber Afterbirth für die 5 Euro, die ihr in der Subscription gesteckt hättet. So muss es sein. Das ist schon okay. So. Schön, Pieper. Der war stark. Ja. Kann natürlich sein, dass Twitch die Probleme im Moment hat wegen ihrer Umwandlung, aber letztendlich muss man es so sehen. Wenn es wirklich daran liegt, dann ist das natürlich tipptopp, weil dann haben wir 2016 ein neues, sehr, sehr, sehr geiles Twitch. Ja. Sehr viel weniger Verzögerung. Ja, das ist schon mal gut. Allgemein alles deutlich besser. Also, wenn wir das so sehen, dann ist das schon... Dann freue ich mich darauf. Ich freue mich auf Twitch 2016. Ja. Für mich als Streamer. Das ist natürlich auch für die Zuschauer deutlich besser. Also, das wird auf jeden Fall ein feines Ding. Ja, wird auch Zeit, dass da einiges getan wird. Und Twitch will einiges tun. Also, das wird hoffentlich alles sehr, sehr, sehr fein werden. So, ach komm, Minimasch, ich bin schon schnell genug. Nein. 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 Hier vielleicht noch... Nein. Ganz ehrlich, Halo of Flies finde ich ein extrem geiles Item. Halo of Flies macht nämlich übelste Protection. Kriege ich da beide down eigentlich? Ah, wo kein? Oh. Okay. Wir haben so viele Bomben, da können wir auch mal ein paar legen. Natürlich kommen nur Gegner, was auch sonst.
Jetzt mal bei Mom, ne? Kann ich aber eigentlich machen, ne? Ist wurscht. Wieder die rote? Krass, wie oft wir heute rote haben, ne? Hier merkt man im Übrigen, dass schadenstechnisch Azazel jetzt nicht so OP ist, wie es scheint immer. Wie gesagt, ich glaube, sie haben sein Damage einfach runtergetan, dafür aber seine Aufladerate wieder normal gemacht. Und genau, das ist genau der Nerf, den ich mir gewünscht habe. Als hätten sie mich erhört. Ja? Er macht nicht so übertrieben viel Schaden, aber er lädt wenigstens angenehm auf. Das ist best for business. Was fehlt mir mit ihm? Natürlich fehlt mir das. Wieder kein Angel Room. Was soll denn das? Noch mehr? Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Nehme ich noch mehr Protection. Joker. Okay, ich sehe schon. Das wird definitiv kein Mega-Satan-Run. Ja. Wenn das kein Mega-Satan-Run wird... Dann wird es ein Hush-Run. Wird kein Mega-Satan-Run. Ich weiß nicht, warum der scheiß Angel-Room nicht kommt, aber okay. Kann ich auch nicht erinnern. Nee, ich bezweifle, dass man auch 2016 mit mehr als 3,5 kbps streamen darf. Ich glaube, dafür wird Twitch sehr lange nicht genügend Geld haben. Na. Twitch ist halt nun mal vielleicht noch kein YouTube, das ohne Begrenzung sowas erlaubt. Aber das ist ja auch völlig verständlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Da muss man Geduld haben. Ich meine, ich wünsche mir das auch. Ja? Ich wünsche mir das auch, dass ich mit mehr streamen darf. Ich meine, ab irgendeinem Punkt macht es auch nicht mehr so viel Sinn. Aber so auf, weiß nicht, 8000 würde ich natürlich schon auch sehr gerne rauf. Ich kann 20.000 streamen. Und ich darf 3.500. Da siehst du auch mal so ein Leid, das ich ertragen muss. Aber letztendlich ist mir das ziemlich egal. Weißt du? Beim Stream ist es auch gar nicht so wichtig. Ich meine, mal ganz ehrlich, die Qualität in den Streams ist schon ziemlich gut. Ja? Weißt du, ich habe 60 FPS, die ich euch bringe. Das sieht alles schon sehr smoothie aus, ja. Aber gerade so für mich zum Beispiel auch, wie ich es halt jetzt eben mache, Streamaufnahmen für YouTube zum Beispiel, da wäre es natürlich schon sehr geil, wenn ich das Ganze halt einfach noch kompakter und noch schöner hochladen könnte. Weil so logischerweise, wenn ich in 3500 streame, kann ich logischerweise auch nur in 3500 aufnehmen. Und auf YouTube merkt man natürlich schon definitiv Unterschiede. Das wäre natürlich sehr geil, wenn das halt möglich wäre. Aber das ist jetzt auch mein geringstes Übel. Weißt du, wie gesagt, auf YouTube lade ich auch nur hoch, weil ich es als Komfort... So, das, was jetzt die Leute gerade auf YouTube sehen, weil sie es im Stream nicht gesehen haben, das ist nichts anderes als ein Service von mir, den ich zeitbedingt machen kann, weil ihr die Streams so heftig unterstützt. Ja? Ich meine, das ist ja für mich nachträglich auch nochmal Arbeit. Das ist gerade an so Tagen, wo ich 10, 12 Stunden streame, für mich ein irrer Aufwand, danach das Zeug noch hochzuladen. Und das kann ich halt machen, weil ihr das so hart unterstützt. Deswegen ist das nichts anderes als ein Service. Wenn ich das nicht machen könnte, dann hätten alle Leute, die nicht live dabei sind, schlichtweg Pech. Ja? Dann würde ich wahrscheinlich auch wieder umswitchen müssen, einige wenige YouTube-Projekte only machen müssen. Ja. Aber so wie es halt jetzt läuft, ist es ja eigentlich eine Win-Win-Situation für jeden. Ich kann jeden Tag für euch streamen, was mir wichtig ist. Die Leute, die nicht live dabei sind, können nachgucken. Und im Endeffekt müssten eigentlich alle glücklich sein. Also, wenn das nichts ist. Letztens habe ich halt so Kommentare gelesen wie, dass ich scheiße geworden bin, weil ich nichts mehr YouTube für YouTube mache, sondern nur noch das, was ich im Stream mal für YouTube hochlade. Und ich denke mir nur so, wo ist für dich denn der Scheißunterschied? Wenn du 8 Projekte und 9 Videos pro Tag hast, was interessiert dich das, ob ich das im Stream aufgenommen habe oder nicht? Das ist mal meckern auf ganz hohem Niveau, wo ich mir nur denke, was erwartest du eigentlich? Ja? Finde ich halt auch echt frech, ehrlich gesagt.
Ich könnte einfach gar nichts mehr auf YouTube hochladen. Dann guckt der ins Leere. Ach komm, das ist doch kacke hier. Ja, obwohl, ich habe ja eh schon wurscht, ne? Wo gehe ich denn hin? Ach, brauchen wir nichts mehr. Wir gehen einfach weiter. Ne? Er weiß nicht. Ja, ist das in der Transition? Ich höre von den meisten Nicht-Partnern halt, dass sie jetzt immer über die Qualität und Lags beschweren. Naja, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Auch als Nicht-Partner kannst du so vernünftig streamen. Allgemein, letztens auch erst wieder so gehört, oder beziehungsweise es war so Thema bei uns, alle, die sich so darüber wirklich beschweren, so als Nicht-Partner und dass sie irgendwie nicht gefördert werden. Ganz ehrlich, da müssen sie sich an die eigene Nase fassen. Ich bin bestimmt auch nicht Partner geworden, weil die Lust drauf hatten. Sondern weil ich täglich Content geboten habe, den die Menschen unterhält. Ja? Beste Beispiel sind so, weiß nicht, wenn ihr ja so mal außerhalb meiner Streams euch mal auf Twitch umguckt, wie viele Leute da sitzen beim Zocken und nix labern. Nix. Ja? Und die beschweren sich dann, warum sie nicht gepartnert werden, beziehungsweise warum sie nicht auf die Startseite kommen oder sonstiges, wo ich mir nur denke, Alter, würdest du dir selber zugucken? Du sitzt da und spielst. Bestes Beispiel sind die übrigen LoL-Streamer. Guckt euch mal LoL-Streamer an mit unter 10 Zuschauern. Alter, da denkst du dir, was passiert hier? Und solche Leute beschweren sich, das ist kein Scherz. Mega krass. Ja. Du, man muss sich so eine Scheiße erarbeiten. Ich mach das seit 5 Jahren. Ich habe da so eine gewisse Berechtigung, warum ich hier heute sitze. Und mein Geld damit verdiene. Also so ist es ja nicht. Und und dann nach 2 Monaten denken sie sich, oh, kacke. Ich habe noch keine 20.000 Follower und nicht 300.000 Subscriber. Okay, lass ich bleiben. Ja, also, sag mal. Das geht doch nicht. Two of Spades. Das ist ein hartes, extrem hartes Business. Was auch sehr viele total vergessen. Ja? Das ist nicht einfach. Man muss kämpfen dafür. Wie gesagt, schaut euch nur mal an. Ich habe in fast 5 Jahren 8.000 Videos auf YouTube hochgeladen. 8.000, ich streame jeden Monat 200 Stunden. Das kommt nix von nix. Manchmal, und selbst ich, der so krass dafür tut, hab trotzdem manchmal ein schlechtes Gewissen. Selbst bei einer 20-Euro-Donation denke ich mir manchmal, nee, lass mal stecken. Obwohl ich das nicht mal müsste. Verstehst du? Aber andere heulen rum. Wahnsinn. Mich macht sowas traurig. Wenn das nicht irgendwie verständlich ist, bei all dem, was ich hier reinstecke. Ne? Und dann wiederum liest er in irgendwelchen Printmedien, dass Twitch-Leute so nur auf Geld aus sind und eigentlich einfach nur ihre Sachen machen, weil sie damit schnell Geld verdienen wollen. Und ich denke mir nur so, denkt auch mal irgendjemand an die Menschen, die nur das Interesse haben, jeden Tag irgendwelche Menschen da draußen zu unterhalten, dass man die Menschen davon ablenkt, wie scheiße unsere Welt tagtäglich ist? In unserer Welt passiert tagtäglich so viel Scheiße. Warum denkt niemand an die Menschen, die einfach nur sich hinsetzen abends und ein Programm für die Leute machen wollen? Die wissen, dass unsere Welt scheiße ist und vielleicht, weil gerade unser Fernsehprogramm auch kacke geworden ist, vielleicht einfach gute Unterhaltung wollen. Warum denkt keiner mehr an die Menschen? Überall wird nur noch das Negative gesehen und gehatet. Obwohl es auch Menschen gibt, die das wirklich noch von Herzen machen. Und ja, hallo, bin ich. Seit 5 fucking Jahren.
Und daran wird sich nichts ändern. Das habe ich auch letztens getwittert. Egal, wie viel Scheiß da passiert, egal, wie viel Unsinn auch erzählt wird, es wird mich nicht davon abhalten, für euch tagtäglich mein Bestes zu geben. Und ich opfere dafür sehr viel. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Und jetzt reicht's, Mom, jetzt reicht's. Wollte ich Hasch mit ihm machen? Ja, ne? Ob wir das schaffen? So. Ich guck mal, was jetzt hier geht. Ich hätte gern nochmal Money equals Power. Wäre das möglich? So. Ich weiß nicht, ob wir Hasch schaffen. Ich versuche mich da jetzt auch mal ganz kurz ein bisschen zu konzentrieren dann. Devil, ja, glaube ich, werde ich zünden. Ist das der Daddy? Nice! Nochmal nice! Nicht so nice. Das ist tatsächlich nicht so nice. Aber gut, ich glaube, das ist Meckern auf hohem Niveau jetzt. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Devil mit. Hallo, Hasch! Ich zünd mal Devil. Oh, da hat der Daddy gerade Schaden gemacht. Aber ich glaube, das wird ein sehr hartes Stück Arbeit. Weil... Oh, the butterflies fly away. Ich würde sagen, der Hasch fliegt jetzt mal davon. Ich kann gerade nicht hingucken, es tut mir wahnsinnig leid. Scheiße, ist meine Range kacke. Wie soll man denn das machen? Daddy, mach Schaden. Okay. Dieser Kampf wird sehr lange dauern, by the way. Aber wenn ich Hasch mit Azazel schaffe, wäre ich sehr froh. Danach können wir gerne nochmal Azazel... Oder Azazel machen wir dann zum Schluss des Abends nochmal. Wo ich dann ganz schnell versuchen werde... Ja, kommst du wieder raus oder so? Wo ich ganz schnell versuchen werde, dann doch nochmal zu Megasatteln zu kommen. Ich weiß nicht, warum keine Angel Deals gedroppt sind gerade. Das kann ich dir nicht sagen. Ui, 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 ui. Okay, gut gemacht. Das ist zum Beispiel schon mal angenehmer als das vorhin. Uff. Ich glaube, dadurch, dass ich recht schnell bin, mache ich das gar nicht so kacke, oder? Ich habe nur einen Hit bisher kassiert. Ja. Und das war bei dieser Hasch-Baby-Geschichte. Das war im Übrigen ein sehr, 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 sehr hilfreicher Tipp. Einfach stehen bleiben bei den Portal Tears. Ausgucken, wo sich diese Portal Tears bewegen und dann einfach stehen bleiben. Das hat mir irgendeiner geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber das ist wirklich eine geile Hilfe. Ah! Jetzt haben wir gerade nur die Halo Flies mich gerettet. Okay, ich habe schon die Hälfte und habe noch sehr viel Leben. Das passt schon. Ich glaube, alles im allem bin ich sehr zufrieden damit. Ja, Daddy. Auf die Kleinen brauchst du jetzt nicht gehen. Boah, kacke sind das viele, wenn du die nicht gleich zerstörst, ey. Was ist das denn? Ja, das ist sogar, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, der Hit war sogar gerade tatsächlich recht nice. Kann ich hier stehen bleiben? Sieht gut aus, ne?
Wie bitte? Warum fehlen da Folgen? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir wissen das beide nicht, oder? Ah, shit! Wie gesagt, der Rest dieses Runs ist total irrelevant. Wenn ich Hasch schaffe, ist alles gut. Na komm, hör auf mit der Kacke jetzt. Daddy tritt mal wieder genau da drauf, wo ich gerade drauf ziele. Nein. Scheiße, das Ding ist noch nicht safe. Das Ding ist leider noch nicht safe. Das ärgert mich ein bisschen. Sorry, Leute, ich muss mich gerade konzentrieren. Haben gerade so viel gelabert. Nein! Heilige Scheiße! Oh, Lord, nee! Nein! Leute, nein! Oh Gott, meine Ohren! Nein! Um Gottes Willen! Nein! Nein! Bitte! Nein! Nein! Oh Gott! Komm schon, nicht schon wieder. Wir sind schon mal so knapp an Hasch immer gescheitert. Hör auf mit den Penalties, bitte! Bitte! Himmels Willen! Nein! Hau! War das gerade ein Double Kill? Moment mal, seine Lebensanzeige ist weg gewesen. Nee. Nee. Nee, die Destruction hat mir jetzt nicht den Kill genommen. Nein. 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 Der war tot. Er hat gebrüllt. Anzeige ist weg. Ganz genau. Daddy Longlegs hat nämlich drauf getreten und hat den letzten Kill gemacht, aber gleichzeitig bin ich gestorben. Nein. Killstil mal anders. Ist nicht wahr. Mit Azazel. Ja, irgendwer anders wurde gerade entmoddet. Kappa. Nein. Moment mal. Erstmal der Empty King. Entschuldige dich nicht für Dinge, die du so machst, wie du sie machst. Du bist ein cooler Typ, der sich sehr viel Mühe gibt mit dem, was er macht. Ich weiß, wie anstrengend es ist. Mach weiter so. Ich habe gar nicht so viele Daumen, die ich dir nach oben halten würde. Und irgendwer anders, ich kann gar nicht so schnell auf Mute drücken, wie ich beim 10-Euro-Sound kotzen möchte. Okay. Double Kill mit Hasch. Ich geh kaputt. Nein, ich habe schon geguckt, der Erfolg ist nicht aufgeploppt. Das ist leider nicht so wie bei Lamb damals gewesen, weil scheinbar mein Death vor Simon kam.